So, ja, Leute, so, und ich fange jetzt schon mal wieder an. Später, also jetzt tue ich es dann stoppen, das Video, und dann rede ich mit Patrick. Vielleicht machen wir heute eine kleine, geile Challenge, nicht so eine große Challenge, so eine ultra krasse Challenge, einfach eine normale Challenge machen wir heute. Irgendeine, muss man noch schauen, was auch wird, auch eine geile Challenge. Und ja, Leute, ich fange einfach mal so jetzt an. Ich mache ein bisschen mit euch reden. Weil vor 3 Tagen habe ich das Video hochgeladen mit Marco, mit Christoph. Das ganz letzte Video von mir. Schaut da vorbei bei dem Video. Ist echt geil geworden. Übrigens, der Bart ist gerade aufs Klo gegangen, falls ihr es gehört habt. Ich glaube, ihr habt eh nichts gehört. Nein. Der Bart ist sie, der. Ja, wer als letzter aufhört, Eis zu essen, gewinnt einen großen Preis-Challenge. Ja. Das haben wir gemacht. Ja. Das ist echt geil geworden, das Video. Na gut, Leute, so, sehen wir uns gleich wieder und dann mache ich mir auch sogar einen Kaffee und da ist die Kaffeemaschine da. Und ja, ich hab auch ein kleines Müsli gemacht. Und na, ja, Leute, wie gesagt, das ist Müsli, ich zeig's euch schnell, warte, schaut. Schön mit, schön mit, das sind die Schokokugeln, das sind so kleine Schokokugeln. Das ist ein Müsli, das ist Weizen, irgendwas ist da drin. Mit Milch, ah, das wird braun, die Milch wird dann braun, wenn das färbt ab. Das ist wie Gaga schmeckt, das ist so geil, Leute. Das ist so ein geiles Müsli. Also mein Lieblingsmüsli. Ah, scheiße, das haben wir das nicht mehr. Ich habe das letzte Schüssel gegessen, dann habe ich das Sackerl weg gehabt und den Karton. Normal. Mein Lieblingsmüsli, vielleicht kennt ein paar von euch kennen, vielleicht kennt ihr das Müsli. Smacks heißt das. Smacks sind so kleine Körner. Die schmecken voll nach Honig. Das ist Honiggeschmack. Nur Honig, ja. Schmeckt nicht mehr nach Honig. Das ist mein Lieblingsmüsli. Das ist das geilste Müsli, was es von allen Sorten gibt. Und das ist auch geil im Film. Aber mein Lieblingsmüsli ist die Smacks. Falls ihr das merkt, das, ja. Merkst du das, dass es mein Lieblingsmüsli ist? Ja. Ja, Leute, warte. Wir sehen uns gleich, dann machen wir einen Kaffee. So, ja, Leute, und jetzt tue ich mal das Müsli essen. Genau, Leute, bis dann was und dann tue ich essen. So, ja, Leute, dann tue ich essen. Sie schmeckt dann schon gut, aber ein bisschen ist halt das Blöde, Leute. Leute, das wollte ich noch kurz sagen. Warte, komm, ich muss wieder in die Küche gehen, ich weiß, Leute. Essen, so, du musst noch. Und Kaffee trinken kurz, runter trinken. Das ist der Kaffee. So, ja, Leute, warte, mein Kaffee passt jetzt auf.
Und ja, Leute, wie gesagt, ah ja, Leute, wisst ihr, was das Geile ist, Leute? Ich komme gleich auf den Punkt. Ich habe gestern Mürbeteig-Kekse gemacht. Die sind so geil geworden, Leute. Und Leute, das Geile ist, Leute, wisst ihr, wie das? Das Geile ist, Leute, einfach, ich glaube, das wird heute doch nichts. Ich glaube, wir machen dann ein zweites Video. In dem Video wollte ich nur ein bisschen euch mitteilen, was ich alles gemacht habe und so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Lasst ein Dislike da, wenn euch das Video nicht gefallen. Aber es wäre geiler und besser, Leute. Das hätte mich echt freuen, wenn ihr alle ein Like da lasst. Bitte lasst alle ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Also, ich bin ja nicht am Ende dieses Videos. Und Leute, das sind die Mürbeteig-Kekse. Die sind so geil geworden, wirklich voll geil. Boah, die schmecken so geil. Das Rezept schreibe ich euch drunter, die Zutaten. Was heißt so? Einfach alles zusammenmischen. Ein kurzes Video, ein Ausschnitt zeige ich euch auch. Das ist auch einblenden. Beim irgendwann jetzt ist dann einblenden. Und ja, das Video will ich noch alles mitteilen und so. Und, ah ja, und Leute, lasst jetzt schon mal ein Like da, lasst ein Like da, wenn ich jetzt, das wird vielleicht mehr, apropos Kekse, die gleichen Kekse kann ich nochmal machen, da mache ich immer ein YouTube-Video drüber, und wenn ich es nochmal mache, die Kekse, die gleichen, Mürbeteig-Kekse, also die Mürbeteig-Kekse, das heißt, das ist der Mürbeteig, die Art von Teig, kein Lebkuchen, ein Lebkuchen ist dunkelbraun, da braucht man mehr Gewürze, das ist ein bisschen komplizierter, leicht, weil man braucht Honig und immer Mehl schauen und es biegt immer so viel, das ist ein bisschen hakelig, ja, das ist das. Sonst sind Mürbeteig-Kekse leichter und einfacher und lasst ein Like da, weil ich mehr auch will, wenn ich jetzt anfangen soll zu kochen, wie das auch machen soll. Das wird sicher. Oder Leute, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, wenn ich auch mal Sachen machen soll über verschiedene Kochrezepte. So ein Fleischsachen durchkochen, Fleischsachen. Warte, drehen wir nochmal. So. Außerdem die Kaffeemaschine schaltet hier von alleine aus, aber trotzdem schaltet es das ab. Und wie gesagt, Leute, lasst ein Like, wenn ich mir koche, wie das machen soll. Und einfach ein Like da lassen möchte. Und wenn ich nochmal die Kekse mache, mache ich fix ein YouTube-Video. Das wird geil. Machen wir so, Leute. Ich tue ein Video ein kurzes einblenden. Und das Rezept schreibe ich euch unten in die Beschreibung dann. In die Infobox. Schreibt es unten. Den ersten Link in der Beschreibung. Einblenden. Und Leute, das wollte ich euch auch noch sagen. Das habe ich mir ausgesucht, das Rezept. Leute, wenn ich ehrlich bin, habe ich mal das Rezept ausgesucht, ich. Habe ich das Rezept ausgesucht, Leute. Wie heißt es? Chili con carne. Chili con carne. Das ist ein geiles Rezept, Leute. Da steht es nochmal. Warte. Ich blende es einmal ein. Warte, ich soll es einmal einblenden, Leute. Bam. Für euren Mürbeteig benötigt ihr 400 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 150 Gramm Zucker und 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Eier und 150 Gramm Butter. Als erstes gebt ihr das Mehl und das Backpulver in eine große Rührschüssel. Dann rührt ihr das Backpulver einmal kurz unter, damit es sich schön verteilt. Anschließend gebt ihr den Zucker und den Vanillezucker hinzu. Und zum Schluss müssen noch die beiden Eier und die Butter hinzugegeben werden.
Die Butter solltet ihr schon mal in kleine Würfel schneiden, damit sie sich besser verkneten lässt. Jetzt müsst ihr die Zutaten richtig schön kneten, sodass ein einheitlicher Teig entsteht. Bei dieser Teigmenge hat es ungefähr 5 Minuten gedauert, bis der Teig so richtig schön durchgeknetet war. Formt den Teig zu einer Kugel und gebt ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit er sich hinterher besser verarbeiten lässt. Sehr wichtig, Leute, das ist sehr wichtig. 30 Minuten im Kühlschrank, dass er auch ruhen kann. Jetzt könnt ihr euch portionsweise etwas von dem Teig nehmen, ihn nochmal etwas durchkneten und anbraten, damit nichts anbackt. Stechen. Ach, vorsichtig entfernen. Als nächstes habe ich... Jetzt nehmt ihr euch ein Glas, was etwas kleiner ist als die Kekse und drückt damit solche Rillen in den Teig. Als nächstes nehmt ihr euch einen ganz normalen Strohhalm und stecht damit 4 Knopflöcher in die Mitte. Wenn ihr Lust auf weitere kreative Keksideen habt, dann schaut euch doch mein nächstes Video an. Eure ausgestanzten Kekse kommen jetzt. Jetzt kommen die Kekse bei 180 Grad für ca. 10 Minuten in den Ofen, bis sie goldbraun sind. Und fertig sind eure selbstgemachten Weihnachtsplätzchen. Und Leute, die müsst ihr unbedingt abonnieren, kostenlos auch, und die Glocke aktivieren, die macht echt geile Rezepte auch. So Leute, ich glaube, ich hoffe, dass ihr macht alle einen Screenshot, weil das ist so ein geiles Rezept. Das einzige haben wir. Und so, keine Ahnung, es gibt auch verschiedene Rezepte. Ich komme darauf an, welche Chili con Carne und wie viele Zutaten reinkommen. Es gibt zwei, drei Varianten. Also Möglichkeiten, dass man Chili con Carne verschieden macht. Und da ist es nochmal, ihr habt es schon gesehen, das Rezept. Also schaut das so aus. Da sind Bohnen drin. Faschiertes, gemischt kann auch sein, oder nur Rind, faschiertes, oder mit Schweinefleisch auch gemischt. Das heißt halt gemischt, Rind und Schwein gemischt, oder nur Rindfleisch, ein Rind faschiertes, genau. Ein faschiertes kommt rein, dazu Brot kann man essen und so, das ist mein Lieblings, das schmeckt so geil. Frisches Semmel irgendwas, und das ist das Rezept, genau. Ich habe es eingeblendet, ihr habt es gesehen, ich hoffe, dass ich vielleicht... Wenn ein paar von euch sind, ich sehe schon erwachsen von euch, oder ihr könnt es auch schon mit 12, 13 machen, so. Wenn sie schon ein bisschen gekocht habt selber, oder eure Eltern können euch einfach helfen. Wenn ihr es nachmachen wollt, Leute, und die Kekse könnt ihr auch nachmachen, dann mal kurz das Video anblenden und das Rezept schreibe ich drunter, das könnt ihr auch machen, und die Chili con Carne. Chili con Carne könnt ihr nachmachen, das Rezept. Viel Spaß beim Nachmachen, Leute, das sage ich euch gleich schon. Und ja. Das habe ich auch noch. Arbeitszeit, ca. 30 Minuten Backzeit, also Kochzeit heißt das. Backen ist dann euer Keks und so. Besteht dann ca. 45 Minuten. Gesamtzeit 1 Stunde und 15 Minuten. Geschwindigkeit, normal. Und der Unterschied wird ca. 772. Ja, irgendwie so. Das ist das Rezept vom Kochchef. Ja. Na gut, lasst uns mal ein bisschen essen. Und das war's jetzt schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ah ja, und die Kekse, was? Sie schauen so aus. Genau. So schauen. Also, sie sind schon geil. Sie sind schon gut auf. Die sind echt gut aufgegangen. Und das ist auch Backpulver drin gewesen, das ist logisch, dass das reingehört. Backpulver kommt rein. 400 Gramm Mehl, 400 Gramm, 150 Gramm Butter, klein oder so. Nein, 150 Gramm. Aber bist du im Patrick? Spazieren. Also viel Spaß. Patrick. Wenn du dann kommst, reden wir noch, okay? Mhm. Ich lasse dir Zeit, okay? Passt. Na gut, Leute, das war gerade der Patrick.
Wir kennen sie schon, ja, den Patrick. Er geht gerade spazieren, Leute, der Patrick. Und nachher reden wir, vielleicht machen wir heute noch ein zweites Video, das kommt morgen erst drauf. Und das kommt heute noch drauf, das Video. Ja, Leute, wie gesagt, das Rezept habt ihr alles. Beim nächsten Mal mache ich die Kekse. Und zum Weihnachten, wie ist das geil, das dauert jetzt noch 4 Monate, keine Sorge, Leute. Und zu Weihnachten mache ich Lebkuchen in der WG oder zu Hause, muss man schauen, wo. Mit der Freund oder da, alleine. Und die Betreuer darf ich nicht filmen, das ist Datenschutz, das ist leider so, Leute, ja, ich weiß, das ist voll blöd. Aus dem Betreuer mag es. Dann geht's, das ist echt wild geil. Aber es mag kein Betreuer, das geht nicht mehr. Ja, Leute, wie gesagt, wisst ihr, Leute, wann ich die Chili con Carnes Rezepte mache? Das mache ich morgen, am Sonntag. Das ist morgen, warte, welches Datum ist heute? Voilà. Der 28. August, 28. August, geil, Leute. Und, ja, sonst war. Eine Sache wollte ich auch noch sagen, das ist noch ganz kurz. Ich gehe ja in der Lebenshilfe arbeiten, da kriege ich leider nicht so viel Geld, Leute. Den Betrag mag ich euch ungern sagen. Den Betrag mag ich euch nicht so gern sagen. Aber ich sage es einfach, 82,70 €, genau, jedes Monat immer. Jetzt kriegen wir ein Bargeld, oder man kann es aussuchen, das ist so bei der Lebenshilfe. Man kann das aufs Konto gebucht, das wird aufs Konto wird das, also wird das raufgelandetes Geld. Aufs Konto kommt das Wandern mein Geld oder man kann es in Bargeld, kann man es immer abholen bei der Werkstatt. Und jetzt durch die Werkstatt wechseln, jetzt durch mal einen Monat im ganzen September durch jetzt schnuppern. Und wisst so, Leute, bei der Mediengruppe, das ist eine Medienwerkstatt, der ist Mediengruppe eigentlich, das ist eine Werkstatt, da machen wir mit Technik, da tun wir Zeitungsartikel schreiben, verschiedene, alles mit Laptop, wird alles bedient mit Laptop. Artikel schreiben für Zeitung, dann Kleinigkeiten und dann das hat auch mit YouTube was zu tun, mit euch, also nicht mit euch, also mit, ich bin ja YouTuber, das wisst ihr, ja, da mache ich auch die ganzen Videos und ja, Leute, das ist das Geile, Leute, ich freue mich so viel, da kann ich eigene YouTube-Blogs machen, dort lerne ich, dass ich besser Videos schneiden kann und alles, ich kann sie schon gut, aber noch nicht so, ja, und da haben sie mal wissen wollen, welcher Kontakt, wie ich heiße auf YouTube, gell? Ich heiße Atemprotz heiße ich, genau, und das haben sie wissen wollen, das war echt nice, Leute, wie gesagt, die Kekse und die Chili con Carne könnt ihr einfach nicht nachmachen, das wird auch geil, Leute, viel Spaß beim Nachmachen, nochmal, Leute, ich weiß, wie oft habe ich schon gesagt, 1, 2, 3, keine Ahnung. Na gut, Leute. Jetzt müssen wir noch ein bisschen essen. Wei, was blickst du? Wei! Wei, du ein Käfer, fuck. Na gut, Leute. Das war's mit dem Video. In dem Video lasse ich jetzt keine Leute grüßen. In dem Video kommt kein. Lass nicht mal einen grüßen. Ich lasse keine Leute grüßen. Nicht die 2 Leute immer. Das ist ausnahmsweise bei dem Video, weil. Es hat einen Grund, aber ich sage nicht. Ich sage schon ja. Ich kann nicht sagen, das ist, weil. Ich viel gesprochen habe und da meine ich noch länger, dass das Video dauert. Ich kann es eh schneiden, ich kann die gut schneiden, aber ich mag diesmal keine Leute grüßen. Heute empfehle ich noch ein zweites Video oder morgen höchstens und dadurch die 2 Leute wieder grüßen. Das sage ich schon, das ist kostenlos, vergiss mir nicht kostenlos zu abonnieren und immer auf das Glöckchen drücken, dass ihr keine Nachrichten und kein Video mehr verpasst. Und ich heiße auf Instagram. It's Daniel25, folgt mir den Ideen, verschickt. Ihr könnt mir auch Kochideen da schreiben oder Rezepte schreiben, was wollt ihr, Leute? Das wird echt geil, Leute, von euch. Vielleicht wisst ihr eine Torte zu einem Geburtstag zum Beispiel mal. Eine Torte oder Intros? Seid kreativ, Leute, und schreibt mir einfach Tipps, Ideen. Nennt sie, wollt ihr, Leute? Und das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.